und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute passend zur Erdbeersaison gibt es ein leckeres Dessert. Das kann man nicht nur zur Erdbeerzeit machen, sondern auch, wenn man die Erdbeeren auf Vorrat einfriert, dann natürlich auch später. Das passt nämlich perfekt so als Nachtisch zum Grillen. Und heute mache ich das in so einer Glasform, werde ich das Ganze schichten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich mache das nur, weil ich das mitnehme auf dem Geburtstag. Denn wenn ihr das zu Hause zubereitet, dann würde ich das wirklich empfehlen, in so kleinen Weckgläschen zu schichten. Da kann man nämlich einfach den Deckel drauf machen. Das muss man auch nicht mit einem Gummiband drauf machen, sondern einfach nur Deckel drauf, kann die dann im Kühlschrank stapeln und portionsweise rausholen. Und dann ist es auch gar nicht so tragisch, wenn was übrig bleibt. Denn dann kann man es einfach noch am ersten und am zweiten Tag danach auch noch ganz in Ruhe essen und schmeckt genauso wie am Anfang. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Wir benötigen 1 Kilogramm Quark, hier nehme ich immer Markerstufe, 500 Gramm Mascarpone, 600 Milliliter Schlagsahne, ich habe es abgewogen, das waren bei mir 620 Gramm. Dann benötigen wir außerdem noch 2-3 Esslöffel Zitronensaft, das waren bei mir 24 Gramm. Hier haben wir 250 Gramm Puderzucker, den habe ich einfach im Thermomix schon mal pulverisiert auf Stufe 10, so für 40 Sekunden ungefähr. Dann benötigen wir außerdem noch für die Verzierung 200 Gramm weiße Schokolade und 1,5 Kilogramm Erdbeeren, die habe ich hier schon bereits ganz leicht antauen lassen. Als erstes schlagen wir die Sahne steif. Dazu benötigen wir hier wieder diesen Schmetterling. Den setzen wir einfach unten ein. Geben dann die Sahne hinzu. So, und jetzt ist es ganz wichtig, der Schmetterling, der darf nie von der Stufe her nie höher benutzt werden als Stufe 4, denn sonst kann der brechen. Und da machen wir jetzt einfach hier den Deckel drauf, machen einfach den anderen Deckel, den lassen wir am Anfang noch, weil der spritzt am Anfang. Aber später guckt ihr einfach von oben rein. Ich werde das jetzt auf Stufe 4 schlagen für etwa ungefähr 40 Sekunden. Ich werde aber nicht den Timer stellen, sondern einfach, wie gesagt, zwischendrin von oben reingucken. Also ihr Lieben, bei mir hat es jetzt 1 Minute gedauert. Und wie gesagt, bei der muss man immer aufpassen, dass man nicht den Moment verpasst, denn sonst hat man hier Butterflocken. Und dann füllen wir das Ganze hier einfach in die Schale wieder um. So, die Sahne, die kommt jetzt schon mal erstmal in den Kühlschrank. So, jetzt haben wir den Schmetterling rausgetan. Jetzt tun wir den Quark und die Mascarpone hinein. Und das gebe ich immer einfach so abwechselnd. Also ein Becher von dem Quark, dann die Mascarpone. Und dann wieder den anderen Quark rein. Außerdem geben wir jetzt noch den Zitronensaft hinein. Und den Puderzucker. Und dann wird das Ganze schon verrührt. So, ich vermische jetzt hier schon mal hier oben so ein bisschen. Auch nur, damit das hier nicht gleich alles in der Decke ist. Das Ganze wird jetzt ungefähr für 40 Sekunden zwischen Stufe 4 und 5 vermischt. Guckt einfach, dass sich alles richtig verteilt. Ich gebe euch einen Tipp. Macht einfach zwischendrin, wenn ihr seht, dass sich nichts mehr rührt von oben, einfach kurz den Deckel auf, dann nochmal hier richtig mit dem Löffel nochmal helfen und umrühren. Und einfach weiter mixen, bis es durch ist. Weil die Masse so voll, also der Thermomix so voll ist und Mascarpone ja eine sehr feste Masse ist, unterstützen wir das Ganze einfach. Und wer das skrupellos ist, der macht es einfach quasi mit dem Spatel von oben zwischendrin so ein bisschen mit. Ich habe aber schon öfters mal meinen Spatel damit demoliert oder hier das sogar gecuttet. Deswegen mache ich das lieber so. So, bei mir hat das Ganze ungefähr 2 Minuten gedauert. Das ist auch alles sehr schwer hier drin. Aber ihr seht, es hat sich richtig schön verrührt. Und jetzt heben wir ganz vorsichtig die Sahne darunter. Und damit das Ganze jetzt vom Schichten einfacher wird, fülle ich das Ganze jetzt hier in so einen Spritzbeutel einfach rein. Da kann man eine Lochtülle dran machen oder man lässt es und schneidet es unten dann einfach selber auf. Dann macht man nämlich die wenigste Sauerei, vor allen Dingen, wenn man das in den Weckgläschen macht. Denn da kriegt man das selbst hin, dass das ganz sauber ins Glas fällt mit dem Löffel. Beziehungsweise geht es einfach schneller, wenn man das so macht. Also ich habe die Creme jetzt hier schon mal an der Seite gepackt. Jetzt geht es um die Verzierung. Da machen wir zuallererst bei dem Spaghetti-Eis, das ist ja quasi oben immer dieses der nachgemachte Parmesankäse quasi. Das machen wir mit der weißen Schokolade, also 200 Gramm in den Mixtopf. Den habe ich ja schon bereits ausgespült und getrocknet vor allen Dingen.
Und dann wird das Ganze im Thermomix bei Stufe 8 bis 9 für 15 Sekunden zerkleinert. So, ihr Lieben, ein kleiner Tipp. Haltet den Deckel fest. Mir ist hier gerade alles um die Ohren geflogen. So, den Schritt haben wir schon mal geschafft. Und jetzt geht es an die Erdbeeren. Die Erdbeeren werden jetzt ganz einfach in den Mixtopf gegeben. Guck mal, der Mixtopf ist komplett voll. Und die werden jetzt einfach bei Stufe 5 bis 6 püriert. So ihr Lieben, meine Erdbeeren waren ein bisschen zugefroren noch, deswegen hat das Ganze hier ein bisschen länger gedauert mit dem Pürieren. Also lasst die ruhig ein bisschen auftauen oder nimmt frische, dann ist es noch einfacher. Aber wenn ihr die auch eingefroren habt, so wie ich, dann einfach ein bisschen länger auftauen lassen können. Oder einfach die Menge halbieren, dann ist es auch einfacher, das Ganze zu pürieren. Ne? So, so ist die Masse jetzt fertig. Dann schichten wir das Ganze jetzt schon. Das jetzt in dem Glas natürlich kinderleicht. Ich nehme jetzt nochmal so ein Glas zur Seite, damit ihr seht, wie man das auch schön hier so anrichten kann. Dann nehmen wir hier schneide das Ende unten einfach mal ab. Ich mache oben immer gerne so einen Clips dran, weil der hält das Ganze richtig dicht. Dann schichten wir das Ganze hier einfach so. Also in der großen Schüssel braucht man das jetzt nicht zwingend hier mit dem Spritzbeutel. So, bevor ich das große jetzt hier fertig mache, sieht man das da unten. Zeige ich euch das hier nochmal auch in dem kleinen. Ich habe die Masse jetzt übrigens, weil das so viel ist, auch in zwei Spritzbeutel reingemacht. Dann geht man nämlich einfach auch hier so rein. So. Und dann schichtet man quasi eigentlich einfach nur die Erdbeersoße hier drüber. Wenn die Erdbeeren nicht so tief gefroren sind, dann ist das Erdbeerpüree natürlich flüssiger. Und da geben wir hier das Ganze auch einfach hier drauf. Und dann rieseln wir einfach hier die weiße Schokolade drüber und dann sieht das Ganze aus wie Spaghetti-Eis. Und fertig ist unser Dessert. So ihr Lieben, so schaut das Ganze jetzt fertig aus. Ich habe hier noch einfach so ein paar frische Erdbeeren drauf getan. Das lockert das Ganze, finde ich, nochmal ein bisschen auf. Und optisch soll das Ganze ja aussehen wie dieses leckere Spaghetti-Eis-Dessert. Wer es aber anders haben will, kann das Ganze auch einfach schichten. So hat man dann einfach jeder einfachen Schicht das bisschen einfacher. Bisschen einfacher zum Löffeln, so meinte ich das. Aber hier seht ihr, wenn man das in diesen kleinen Gläschen macht, dann ist die Proportion sowieso perfekt. Also, wenn ihr das nachmacht, würde ich es euch empfehlen, das in so kleinen Gläschen nachzumachen. Denn wenn man das Ganze hier nämlich einfach quasi mit diesem Deckel so abdeckt, kann man das so am Vortag schon mal perfekt vorbereiten und so im Kühlschrank lagern und kann es dann so portionsweise jedem geben und jeder kann sich einfach ein bisschen nehmen, wenn er mag. So, dann probiere ich das Ganze für euch. Die Erdbeersoße zerläuft auch schön. Also, es ist allem ein Genuss. Ich habe das auch schon öfters mal zubereitet, es hat auch bisher allen geschmeckt. Deswegen würde ich sagen, probiert es mal aus und schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Das schmeckt nämlich wirklich fruchtig, locker, leicht. Einfach ein Traum. Also ich würde sagen, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.